Klaus, habe ich meinen Schatz gemacht, er kachelt wie ein Wahnsinniger mit seiner Yacht in den Kanälen von Venedig. Nee, Klaus macht irgendwie Bootsführerschein. Ich weiß nicht, ob er, wann das mal losgeht und wie lange das geht oder ob er es überhaupt noch macht. Oder ob er schon fertig ist. Er ist verschollen. Wo musst du hin? Eigentlich muss ich hier in diesem Urlaubsbereich Skeffs erschießen. Dann muss ich noch 5 Skeffs da unten auf der Straße erschießen. Dann müssen wir in die Wasseraufbereitungsanlage auf die Dächer. Das ist eine neue Quest, falls du die noch nicht kennst. Da, wo die Rogues sind. Da hat er ja hergeschossen, sag mal. Ich hab nichts einschlagen hören. Oh, mir kam das so vor, als hätte es ja, bei mir reingebeitscht. Ja, ja, das ist hier oben. Der schießt da oben aus dem Gebirge. Stapel, grüß dich, herzlich willkommen. Und danke für deinen Sub, freue ich mich. Vielen herzlichen Dank. Wie geht's, wie steht's? Ich hab's geschafft, Junge. Ich bin ja drüber gesprungen wie ein Mann. Weil ich würde mich nicht nämlich gerne durchs Gebirge schleichen hier hinten. Ja, hört sich gut an. Alles Paletti. Und selbst, naja, Man kann nicht meckern. Also, man könnte. Also, sagen wir mal so, man will nicht meckern. Und schon gar nicht im Stream. Also, wenn ich zocken kann und streamen kann, ist alles in Ordnung. Da ist die Welt in Ordnung. Sonst würde ich auch nicht streamen. Also wenn ich jetzt schlechte Laune hätte, ich meine, schlechte Laune hin oder her, ich lasse die ja eh nie an anderen aus. Also ich bin da nicht so, wenn ich mich mit einem gekappelt habe oder sowas, lasse ich es nicht die anderen Leute spüren oder so. Aber manchmal guck mal halt wirklich so, geht's eigentlich so, gerade jetzt, wenn ganzen Scheiß mit dem Strom und dem Gas und ach, was du alles hörst und liest und siehst, ach komm, das ist manchmal auch ein bisschen viel oder so, und da habe ich, sowas reißt mich dann runter und dann will ich dann auch nicht im Stream sitzen, weil ich dann nur eine Fresse ziehe, das will ich euch dann nur nicht antun. Ja, das ist auch alles ein bisschen doof, oder wie du schon gesagt hast, ne? Alles andere wird teurer und die Hardware geht jetzt im Moment, ne? Ich bin eigentlich dabei, mir einen anderen, also einen neuen PC zusammenzubauen, aber ja. Step by Step, ne? Also wirklich, Gehäuse steht schon da, Mainboard habe ich jetzt, aber es ist immer Stück für Stück, ne? Du sagst, das muss ja nichts überstürzen, das ist die Grafikkartenpreise sind auch gut gefallen, habe ich gelesen. Ja, deswegen, also das passt, aber alles andere steigt, also hast du eigentlich auch wieder nichts über. Nee, Stahlbock, ja, du sagst, das bringt ja nichts, sich aufzuregen, das ist, können wir eh nicht ändern, das Leben ist zu kurz, du sagst das. Ich habe gerade auf dem Dach geguckt, da war keiner und das ist ja die falsche Richtung. Trotzdem mal gucken, nicht, dass da irgendwas rumschlumpft. Und dann ist das hier so neblig. Da sitzt auch keiner. Also die Dächer sehen gut aus. Bis jetzt. Okay. Lass uns direkt runterstürzen. Ja, dann. Warte, wo wir hier hochkommen. Weißt du das? Ja, ne? Jetzt raus und rechts, würde ich vermuten. Ich war noch nie oben, aber ich habe da eine Treppe gesehen. Dann. Vor meinem geistigen Auge tat sich eine Treppe auf. Okay, wir kommen nicht aufs Dach, aber ich weiß gar nicht. Kommen wir hier aufs Dach oder was? Ich weiß es nicht. Frag mich nicht, wie man aufs Dach kommt. Hä? Jetzt sind wir hier oben. Wie kommen wir aufs Dach, sag mal? Ich denke, ganz doof von außen, glaube ich. Guck mal, hier ist eine Treppe. Siehst du die?
Wenn du aus dem Fenster guckst, rechte Seite. Ah, hier vorne ist die Treppe. Okay. Naja, jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen, ne? Wir müssen mal außen langlaufen. Ja, das machen doch nur Verrückte, oder? Ja, total Gestörte. Lass uns bis hinten, dann gucke ich hinten nochmal nicht, dass dort einer offen macht. MG schon wieder sitzt. So, komm, Vollgas. Beste Seite für eine Treppe. Ja. So, ich, ja, ich würde auch gar nicht mich so lange aufhalten wollen. Bei mir hat das noch nicht geklingelt. Wo muss ich denn da hin? Ach so. Stimmt, bei mir auch nicht. Wie heißt die blöde Quest? Ach, hab mich doch nicht. Boah. Ey, nee, wir haben noch keins abgehakt. Aber so viele Dächer gibt's doch gar nicht, oder? Nee, die drei, würde ich sagen. Ja, ich gehe jetzt mal noch auf die andere Seite rüber. Alter, wollen die ja mich verkackeiern? Nee, das hat nicht funktioniert. Jetzt, hier hinten in der Ecke. Ja, komm, das ist ja echt jetzt unfair. Ja, richtig. Danke, Stahlbock. Und die andere, bei dem anderen ist es, glaube ich, aber doch die andere Ecke. Oder ist die auch außen an den Gebäuden immer? Sind die Treppen immer so? Kannst du dir leider nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. So, wir müssen... Ich bin hier nicht so oft. Ja, ich auch nicht. Also schon gar nicht auf dem Dach. Aber vielleicht kannst du bis nach drüben aimen, die anderen Dächer da drüben. Ich will noch mal kurz gucken. Das MG ist nicht besetzt. Das auch nicht? Gefällt mir hier oben nicht. So, komm, wir müssen runter. Oh, ich sehe die Treppe da drüben schon, ja. Oh, ich muss mich mal hinlegen hier. Renn mal bis zur Ecke vor. Ja, ja. Und da ist der Container, wo du und dein Kollege da drinnen waren. Ja. So, und da siehst du die Treppe. Links am Gebäude, an der Gebäudewand. Ich sitze jetzt hier an der Ecke und könnte jetzt rumlaufen. Warte nur, bis du soweit bist. Kurz auftauen. Ich glaube nicht, dass das hier so ganz clever ist, wo ich sitze, aber ich versuche mein Glück. Oh, ich brauche auch nochmal Ausdauer. Mhm. Genau. Oh Mann, schnell. Ich geh schon mal hoch oder soll ich warten? Nö, kannst schon hochgehen, musst du nicht. Also hier sind die Rogues auch schon tot. Okay. Oh, also wie er sich hingestürzt hat. Wahrscheinlich wieder hier direkt bis hinten an die Ecke. Ja. Wir uns mal. Happy Halloween. Nimm dir mal die Magazine mit. Ich glaube, die haben einigermaßen vernünftige Munition. Mhm. PST. Nee, PS-Munition haben die drin. Die schießen halt, glaube ich, nur wie die wahnsinnigen Thunderbowl. Das nehme ich mal mit. Das ist doch... Oh, da wurde was rebellisch hinter uns. Ja, ich will den hier nochmal abklären hier. Ja.
Eine AKM und eine Pistole? Ich hab schon. Kannst du dich laden? Ja, das ist, ich will eigentlich gar nicht so viel mitnehmen. Warte, kommst du mir schon entgegen? Und ich muss Ausdauer wieder tanken? Ja, klar. Das gefällt mir hier gar nicht. Von der Sache her ist es bis jetzt ganz gut. Ja, ich gehe mal hier vorne in den Container rein. Dann würde ich mal ganz kurz... Oh, hier liegt ein Rucksack. Da wollte einer verstecken. Ja, ist voll. Aha. Muss ein Zufall. Nicht, dass er den dort gebunkert hat. Wahrscheinlich. Brauchst du einen Ulach-Helm? Hier sind zwei Helme drin. Nimm den mal lieber mit, der ist gut. Ja. Ganz hinten rechts in der Ecke ist der Rucksack. Cool. Ja, ich habe mir auch einen aufgesetzt. Er ist kaum weg, Junge, da wird sein Zeug geplündert. Ja, nu. Oh, Motor, sehr schön. Welcher war denn jetzt mein Helm? Also da war ein Ulach und ein grüner drin, oder du hast dieselbe Farbe, dann kann ich dir nicht helfen. Ich habe genau den gleichen gehabt, aber meiner war versichert. So. Schießt du nicht? Nee. Das hört sich ja auch total wild an hier. Ich... So viel zum Thema... Ja. Ich weiß nicht, wo der Herr schießt jetzt. Oh. Rechts neben uns wurde jemand getroffen, hier drinnen. Ach, hier hätten wir auch durchgehen können. Also wenn, dann ist er hier drinnen in der Halle. Das hört sich echt scheiße an. Ich werde mal nach oben versuchen, mein Glück. Vorsicht, da ist Stacheldraht, der bremst sich ein bisschen aus. Okay. Ich bin oben. Gleich links, wenn du hochkommst. Okay, wir sind hier, ist das hin, wieder an der Ecke. Hat sie klingelt? Ja. Okay. Hier ist ein Scar, wenn du haben willst. Und noch eine gute Rüstung. Also aber Rüstungsrig, ne? Willst du nicht? Nimm nee, doch. Ich guck nur, was er da in der Tasche hat. Ich will nicht so schwer sein. Ich auch nicht. Und eine Granate. Die Scar würde ich vielleicht mitnehmen. Ja, dann krabbel da mal hin. Wenn du sie nicht möchtest. Nee, ich brauche nicht. Danke. Da liegt ein Handguard für der Adar. Auch geil. Der letzte Scheiß. Dieser Holzgriff. So, ja, stimmt. Ja, jetzt ist die Frage. Also. Ich komme jetzt von hier aus nicht mehr nach draußen. Ich weiß nicht, wo unser Ausgang ist. Ach so, na, ich weiß es. Ich weiß es. 13 Minuten. Ich mich jetzt erschrocken. Aber der Zug hat einmal gehupt. Wir können auch den Zug nehmen, ne? Ja. Ich überlasse dir das. Mir ist es egal. Können wir machen. Ich bin mit dem Zug noch nie rausgefahren. Also ich auch nicht. Mit dem. Ich weiß halt nicht, ob wir da hinrennen. Einmal hat er schon getutet. Ich weiß nicht, wann der fährt, weißt du? Wie spät haben wir es denn? 12. Naja, langsam müsste man sich mal spugen. Ich weiß nicht. 5 also Minuten. Also wieder zurück zu dem Punkt, wo wir herkamen, oder? Ja. Na gut. Also wieder hier auf der Seite auch wieder zurück.
komplette Programm mit. Also. Hast du in den hier reingeguckt? Nee. Kannst du machen. Verrückte Typen sind das. Das Medikit willst du nicht? Nee, ich hab. Ich hab 46 Kilo. Ich werde dich gleich übertrumpfen wahrscheinlich. Nee, oder? Nee, muss nicht sein, glaube ich nicht. Hier kommt was. Drüben ist einer gelaufen, hast du es gehört? Ja, habe ich gehört, ich glaube. Es können aber auch ein Skeff gewesen sein. Bin hier rüber zu den Containern gelaufen, hier liegt auch noch ein Toter. Ach, das gibt's ja gar nicht, hier hast du noch mehr zu looten. Nee, komm, lass uns abbauen hier. Ich muss mich auch nochmal, ich bin voll, ich muss mich auch wieder hochregenerieren. Oh, Alter. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. In linke Seite LKW. Da läuft was? Ja. Skeff, vermutlich. Ja. Okay, ist down. Jetzt wisst ihr, wo der Zug ist. Wir müssen weiter hinten rennen. Ach, hier ist er, ja, ich stehe davor. Mhm. Knapp 40 und besser als deine, ja, das ist auf jeden Fall. So, rein in die Bude. Das ist es. Ja. Das ist ja cool. Oh, jetzt. Jetzt müssen die Türen zugehen. Geil! Perfekt. Schönes Ding. Das war knapp. Ja. Also kommt vom Zug her, aber ja. Perfekt, alles gelöst. Ja, richtig geil. Mhm. Hey, ideal. Super Hundefalter. Ich bin fast durchgekommen. Mhm. Nur einen Skaff erschossen. Ich gar nicht, aber dass die Dächer, das war wieder richtig Glück. Also so, ich glaube, Olli hat heute geschrieben, dass mit dem Video heute, da wo ich die 13 Skeffs, ich brauchte ja plus 12 auf Shoreline, schallgedämpft. Ja, meine, manchmal sind die gar nicht da oder sind nicht so viele da oder er wird erschossen. Manchmal hat man halt einfach richtig mal Glück so.